Der AfD-Verbotsantrag. Ich möchte deswegen etwas dazu sagen, weil offenbar inzwischen, war zumindest gemeldet worden, ausreichend Bundestagsabgeordnete gefunden wurden, um ein AfD-Verbotsverfahren über den Deutschen Bundestag anzustrengen. Das heißt. Ja, sehr gut, dass sich Wank nicht dazu äußert. Also das ist absolut katastrophal, was da passiert. Da versuchen einfach so totalitäre Antidemokraten einen demokratischen Mitbewerber mittels staatlichem Zwang aus dem Rennen zu nehmen. Also das ist ein wirklicher Frontalangriff auf die Demokratie, was hier geschieht. Und Wagenknecht hat sich da in der Vergangenheit schon deutlich ablehnend geäußert. Finde ich gut, dass sie es nochmal mit ins Pressestatement nimmt. Das ist wirklich wichtig, sich hier für Demokratie und für eine sachliche Auseinandersetzung auszusprechen. Einfach damit solche antidemokratischen Vorstöße, egal wie erfolglos sie jetzt sein mögen, im Keim erstickt werden. Ist der dümmste Antrag dieses Jahres, vielleicht der dümmste Antrag dieser Legislatur, nimmt seinen Lauf. Ein Wahlkampfgeschenk an die AfD und ein Armutszeugnis, wenn einem nichts anderes mehr einfällt, als einen unliebsamen Konkurrenten mit der Verbotskeule auszuschalten. Statt vielleicht. Ja, sehr gutes Statement. Vielleicht doch mal darüber nachzudenken, und das gilt ja für viele Abgeordnete, die diesen Antrag unterzeichnen. Es sind Abgeordnete der regierenden Koalition. Statt vielleicht mal darüber nachzudenken, wie der eigene Anteil daran ist, dass überhaupt die AfD derzeit solche Werte erreicht. Ich erinnere daran, bei der letzten Bundestagswahl hatte die AfD ein Ergebnis von 10,3%. Die Hochkonjunktur der AfD begann im Sommer 2022 mit der Energiepreiskrise, mit den extremen Energiepreissteigerungen, mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und den nächsten Schub bekam die AfD, als in diese ganze Krise hinein Herr Habeck noch mit seinem Heizungsgesetz kam, als völliger Ausweis der Inkompetenz dieser Regierung. Und wenn man möchte, dass das nicht so weitergeht, könnte man ja vielleicht, statt Verbotsanträge zu stellen, mal in der Ampel eine Diskussion darüber führen, wie lange das Unheil dieser Regierung noch fortgesetzt werden soll. Oder ob man nicht doch möglicherweise vorfristig den Weg freimacht für Neuwahlen. Ich habe gelesen, die CDU stellt sich darauf ein. Ich kann nur sagen, wir sind auch vorbereitet, auch wenn es für uns als junge Partei natürlich schon eine Herausforderung wäre. Aber ehe man diesem Land noch ein Jahr Ampel zumutet, wären wir sehr froh, wenn hier tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger entscheiden könnten, wie sie weiter regiert werden möchten. Statt eines Verbotsverfahrens für die AfD bräuchten wir eigentlich lieber ein Verbot für inkompetente und miserable Politik in unserem Land. Dann werden alle Ampelparteien verboten und die CDU, die wäre nach ihrer nächsten Regierung wahrscheinlich auch weg vom Fenster. Das könnte zu interessanten Auswirkungen führen. Aber Astrid hat Wagenknecht natürlich völlig recht. Es ist katastrophal, wenn die Regierung eine schlechte Politik macht, damit den Großteil der Bevölkerung gegen sich aufbringt und dann die Partei, die am meisten von diesem Unmut profitiert, nämlich die AfD, verbieten will. Also eine Regierung, die eine eindeutig schlechte Politik macht, die das Land deindustrialisiert, die Bevölkerung verarmt, will dann die stärkste und erfolgreichste Opposition gegen diese Politik verbieten lassen. Also das hat ja wirklich schon diktatorische Anwandlungen. Schon einige Fragen. Ich würde immer. Ja, damit ist das Statement beendet. Wie gesagt, gut, dass Sarah Wagenknecht sich nochmal zum Ende zu diesem AfD-Verbotsverfahren geäußert hat. Ich bin ja, wie gesagt, kein Parteimitglied des BSWs, sondern nur ein Sympathisant dieser Partei. Aber es freut mich, dass das BSW sich konsequent für Demokratie, für sachlichen Austausch auseinandersetzt. Ich bin tatsächlich auch enttäuscht von dem, was in Thüringen zuletzt passiert ist. Also dieses Theater um die Wahl des Alterspräsidenten, wo das BSW sich nicht gerade rühmlich verhalten hat. Entsprechend freut es mich, dass man jetzt sich weiterhin für eine sachliche Auseinandersetzung mit der AfD einsetzt.